Sie sehr herzlich zum ersten Pressebriefing anlässlich des Geschehens um das neue Coronavirus. Wir werden das ab sofort werktäglich hier anbieten. Das heißt, sofern Sie nichts anderes hören, wird das täglich stattfinden. Ich möchte auch noch die Zuhörer und Zuschauer bei Twitter begrüßen. Wir streamen das live und die Zuschauer von Phoenix, die meines Wissens auch übertragen. Ganz kurz zum Ablauf. Wir haben hier auf dem Podium Professor Wieler, den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, und Professor Schade, den Vizepräsidenten des Robert-Koch-Instituts. Herr Wieler wird kurz ein Eingangsstatement geben und danach können Sie Ihre Fragen stellen. Ganz am Ende können wir dann auch noch gucken, dass wir individuelle Statements dann ermöglichen. Und Herr Schade steht natürlich dann auch für Auskünfte zur Verfügung. Herr Wieler dann. Ja, danke, Frau Glasmacher. Liebe Herren und Damen von der Presse und auch natürlich diejenigen, die jetzt diesen Livestream anschauen, ich heiße Sie herzlich willkommen. Lassen Sie mich zunächst noch mal kurz zusammenfassen, was in den letzten Wochen geschehen ist, um Ihnen klarzumachen, dass das hier ein sehr dynamisches Geschehen ist und dass wir es mit einem Virus zu tun haben, das wir erst seit sehr kurzer Zeit kennen. Und wo wir fast täglich neue Informationen darüber bekommen, weshalb es so wichtig ist, dass wir täglich eine aktuelle Lageeinschätzung geben. Am 8. Dezember ist zum ersten Mal in Wuhan, einer Großstadt in China in der Provinz Hubei, Fälle aufgetreten mit Menschen, die an Lungenentzündung litten und von denen man nicht genau wusste, woran sie erkrankt waren. Am 31.12. wurden Krankheitsfälle offiziell an die WHO gemeldet. Am 01.01. kam es zur Schließung eines Marktes, eines Tiermarktes in Wuhan. Und bereits am 7.11. Wurde das Erbgut dieses Virus entschlüsselt und die Informationen der Welt zur Verfügung gestellt, sodass weltweit man einen Test etablieren konnte, mit dem man das Virus diagnostisch nachweisen kann, was ein sehr, sehr wichtiger Schritt ist und was sehr, sehr schnell erfolgt ist. Am 13.01. dann gab es den ersten Fall außerhalb von China und seitdem nehmen diese Fälle zu. Und in Deutschland haben wir den ersten Fall am 27. Januar feststellen können. Das war in Bayern der Fall. Was hieß das zunächst mal für das Robert-Koch-Institut, um Ihnen noch mal einzuschätzen, wie intensiv wir uns mit diesen Fällen beschäftigen? Wir haben am 6. Januar zunächst eine sogenannte Lage-AG eingeführt. Das heißt also, dass sich Kolleginnen und Kollegen intensiv mit dem Geschehen befassten, Informationen sammelten, mit internationalen Organisationen Informationen austauschten, Risikoeinschätzungen vornahmen. Am 14. Januar dann haben wir zuerst eine Koordinierungsstelle einberufen. Das heißt, dass einfach das Geschehen im Haus hoch skaliert wird, dass also der Anteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich mit dieser Problematik beschäftigen, erhöht wird, sodass wir das Geschehen intensiver betrachten, Informationen austauschen können, immer täglich Risikobewertungen machen. Und ab dem Tag, wo der erste Fall in Deutschland auftrat, also am 27. Januar diesen Jahres, also seit rund 4 Wochen, haben wir unser Lagezentrum aktiviert. Das heißt, dass seitdem in 2 Schichten, 7 Tage die Woche, morgens von 8 bis 3 Uhr beziehungsweise von 14.30 Uhr bis 21 Uhr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich im Austausch sind, Empfehlungen entwickeln, mit Ärzten im Kontakt sind, mit den Seuchenreferenten der Länder. Wir Informationen auf die Website stellen, die wir auch täglich aktualisieren. Das ist der Status heute. Nun, das Geschehen in Bayern, das erste Geschehen, was wir hatten in Deutschland, das ist Ihnen bekannt. Das sind insgesamt 14 Personen, die jetzt bis auf einen alle gesund entlassen wurden. Eine Person ist noch nicht entlassen, weil sie nach wie vor Virus ausscheidet. Dann haben wir ein Geschehen von den repatriierten Mitbürgern aus Wuhan. Das waren 2 Menschen, die positiv waren. Auch die sind wohl auf und entlassen. Und nun hatten wir, jeden Tag schätzen wir das Risiko nur ein, jeden Tag beobachten wir, was im Ausland geschieht, welche Fälle auftreten, wie das Geschehen sich entwickelt. Und bis vorgestern Abend war das Geschehen in Deutschland. Seit vorgestern Abend haben wir nun weitere Fälle in Nordrhein-Westfalen als auch in Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg handelt es sich um einen 25-jährigen Mann mit einer Reise nach Mailand. Und im Umfeld dieser Reise und in Kontaktpersonen mit ihnen gab es weitere Fälle. In Nordrhein-Westfalen haben wir zum jetzigen Zeitpunkt 6 Fälle,
ausgehend von einem Mann zwischen 40 und 50, der symptomatisch wurde und zurzeit im Krankenhaus behandelt wird in Düsseldorf. Was geschieht, wenn man solche Fälle hat? Das geschieht, dass die lokalen Gesundheitsbehörden ein intensives Kontakttracing unternehmen, wie wir das nennen. Das heißt also, natürlich werden die Personen behandelt, wenn sie erkrankt sind. Sie werden natürlich in Quarantäne gesteckt, entweder in häusliche Quarantäne oder isoliert in Krankenhäusern. Aber man muss jetzt vor allen Dingen dafür Sorge tragen, dass Kontaktpersonen gefunden werden und auch informiert werden und dann unter häusliche Quarantäne gestellt werden, je nachdem, ob sie Krankheitssymptome haben oder nicht. Das heißt, das ist die Aufgabe, die wir durchführen, die Gesundheitsämter durchführen. Wir nennen das Containment-Eindämmungsstrategie. Das heißt, wir werden versuchen, diese Virusausbreitung so gut wie möglich zu verhindern. Und das ist das Ziel der Maßnahmen, wo wir uns zurzeit befinden. Das ist ein sehr dynamisches Geschehen. Weltweit sind inzwischen 46 Länder betroffen. Das heißt also, fast jeden Tag in den letzten Wochen kam ein neues Land hinzu. Ein sehr dynamisches Geschehen, das wir natürlich beobachten müssen, das in unsere Risikoeinschätzung eingeht. Und wir alle in allen Ländern wird alles getan, um die Ausbreitung dieses Virus so gut wie möglich einzudämmen, beziehungsweise die Ausbreitung vor allen Dingen auch so gut wie möglich zu verlangsamen. Warum ist das so wichtig? Weil dieses Virus so neu ist, es bislang kein Therapeutikum gibt, es auch keinen Impfstoff gibt, ist es wichtig, dass wir lernen, jeden Tag mehr dazu lernen, wie wir auch Patienten besser behandeln können, wie sich das Virus überträgt und wie wir dazu beitragen können, dass wir die Ausbreitung des Virus möglichst langsam gestalten und so gut wie möglich eindämmen. Wir müssen Zeit gewinnen und alles, was wir tun können dafür, das tun wir. Es ist aber natürlich nicht auszuschließen, dass sich das Virus weiter verbreitet. Das ist zunächst mein Statement. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Ja, bitte. Ja. Moment, gerade die Kollegin bringt das Mikrofon, damit die Zuhörer den Ton mit drauf haben. Volker Weinl von der Bild-Zeitung. Wie viele Menschen befinden sich derzeit in Deutschland in Isolation? Das ist die erste Frage. Die zweite, nach wie vielen Menschen wird noch gesucht, die sich auf dieser Karnevalsfeier befunden haben? Und drittens, drohen uns jetzt bald italienische Verhältnisse wie abgeriegelte Städte? Ich weiß es nicht mit den Menschen. Ja, also in Isolation befinden sich die Kranken. Die kommen dann in Isolation. Das ist die Absonderung von kranken Personen. Zusätzlich werden eben auch noch Kontaktpersonen in Quarantäne genommen. Das ist die Absonderung von Ansteckungsverdächtigen im technischen Sprachgebrauch. Die Zahl kann ich Ihnen nicht nennen. Wissen im Moment nur die Gesundheitsbehörden vor Ort. Aber in Isolierung befinden sich all diese Personen, die jetzt als Kranke, als Infizierte identifiziert worden sind. Von der Größenordnung her kann man das sagen? Kann ich Ihnen nicht sagen. Das sind sicher viele, aber die genaue Zahl kann ich Ihnen nicht sagen. Das ist auch eine Information, die die Gesundheitsbehörden vor Ort haben und die sich ja auch sehr stark dynamisch entwickelt. Da werden eben Personen erstmal in diese Quarantäne genommen, bis die Sache klar ist. Einige werden wieder entlassen, neue kommen hinzu. Das ändert sich also täglich. Vielleicht nur als Größenordnung. In Bayern, dort waren ja 14 Personen als infiziert festgestellt worden. Dort standen insgesamt 240 Personen unter häuslicher Quarantäne. Das ist eine Zahl, die so ist, weil dieses Geschehen ist ja abgeschlossen. Das Geschehen zurzeit in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen ist ein laufendes. Sie fragten, ob wir italienische Verhältnisse erwarten müssen. Diese Maßnahmen sind in Bayern sehr, sehr erfolgreich gewesen. Das sind ja Maßnahmen, die wir seit vielen Jahren in Deutschland durchführen. Und wir gehen auch davon aus, dass sie auch in diesen Bereichen jetzt durchführbar sind. Und wir haben keinen Anlass anzunehmen, dass, wenn Sie auf italienische Verhältnisse ansprechen, dass Sie davon sprechen, dass Städte quasi von Zivilschutz oder Anziehen eingegrenzt werden, abgegrenzt werden. Es gibt keinen Anlass, das zu erwarten. Die Frage nach der Karnevalsfeier, da werden ja noch Personen gesucht. Ja, der Patient war tatsächlich auf einer Karnevalsfeier. Diese Karnevalsfeier hat in dem Ort stattgefunden, aus dem, meines Wissens, aus dem der Patient stand. Das war eine Karnevalsfeier mit etwa 300-400 Personen. Selbstverständlich werden diese Personen alle befragt
Und wenn ich richtig informiert bin, sind die Personen zurzeit alle unter häuslicher Quarantäne. Sie waren, glaube ich. Till Biermann, Bild-Zeitung. Ich habe eine Frage. Es geht ja, wenn man mit Leuten spricht, ein bisschen durcheinander. Manche haben viel Angst, manche sagen, das ist doch alles eine übertriebene Panik, das ist doch nur eine ganz normale Grippe. Können Sie mal genau bitte erklären, warum, weil ich offenbar ist ja die Panik nicht nur bei der Bevölkerung, sondern die extremen Maßnahmen in China. Ich war jetzt 2 Wochen in Japan, da war es auch extrem. Die Leute haben wirklich Angst, die Behörden machen sich große Sorgen. Können Sie mal erklären, bitte, warum? Warum die Sorge so groß ist und auch diese Maßnahmen so heftig sind? Ja, also wenn Sie die Zahlen verfolgen, die ja alle sehr, sehr transparent auf Websites von, und zwar rede ich jetzt von Informationsquellen, die verlässlich sind, die zuverlässig sind, WHO, ECDC, Robert-Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Bundesministerium für Gesundheit, dann sehen Sie, dass zum einen, das Virus sich sehr leicht übertragen lässt. Also das heißt, die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieses Virus, die ist hoch. Das ist der eine Aspekt. Das heißt, die Verbreitung ist einfach und darum müssen wir alles versuchen, das einzudämmen. Der zweite Aspekt ist der Krankheitsschwere. Also wie viele Menschen von denen, die infiziert werden, werden denn krank und wie krank werden sie? Und dann, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, dass mehr als 80% der Menschen, die infiziert werden, nur milde Symptome ausbilden. Das ist eine gute Nachricht. Aber es gibt eben rund 15%, das sind die aktuellen Zahlen, die natürlich auch ständig sich ändern mit ständigen Fallzahlen, mit Zunahmen. Aber rund 15%, das hieß also 15 von 100, erkranken schwer. Das ist viel. Und nach den Zahlen, die wir bisher haben, muss man davon ausgehen, dass etwa 1-2% der Menschen, die infiziert werden, sogar an dieser Krankheit sterben. Das heißt also, das ist eine schwere Krankheitsform. Und selbstverständlich weiß man das. Und darum macht es sehr viel Sinn, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die Verbreitung dieser Krankheit einzudämmen. Und ohne, dass man was hat an Maßnahmen. Bitte? Und ohne, dass man Impfstoff hat. Ja, das ist ein weiterer Aspekt, exakt was Frau Glasmacher sagt. Es gibt ja gegen dieses Virus auch keinen Impfstoff. Und selbstverständlich eine ganz realistische Einschätzung, diesen Impfstoff wird es natürlich auch innerhalb dieses Jahres auch nicht mehr geben. Das ist einfach nicht möglich, einen Impfstoff so schnell zu entwickeln und dann auch zu testen. Der ist vielleicht, oder mit großer Sicherheit sogar dieses Jahr ist der entwickelt. Aber dieser Impfstoff muss natürlich getestet werden auf Wirksamkeit und auch auf Unschädlichkeit. Das heißt, die Zulassung des Impfstoffes, da braucht es verschiedene klinische Phasen. Das ist der zweite Grund. Und der nächste Grund ist eben der, wir haben ja auch zurzeit noch kein Therapeutikum. Es gibt noch keine Therapeutika, die zugelassen sind, von denen wir wissen, dass sie wirken. Es gibt erste Hinweise, das ist eine sehr gute Nachricht. In China werden viele klinische Studien durchgeführt und nach unserem Wissen mit einer wirklich sehr, sehr hohen Effektivität, wirklich sehr gut strukturierte Studien, sodass wir auch Hinweise in Kürze erwarten, welche Medikamente gegen dieses Virus wirken. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir Zeit gewinnen müssen. Denn wirklich mit jedem Tag oder jeder Woche, die wir dieses Geschehen, die Ausbreitung verlangsamen können, steigt die Chance, dass ein Therapeutikum zur Verfügung steht. Frau Sinkant. Katrin Zinkern, Süddeutsche Zeitung. Ich habe erstens eine Frage nochmal zur Ansteckungsfähigkeit. Es kam immer wieder die Mutmaßung auf, dass sich das Virus auch überträgt, obwohl der Patient oder Infizierte keine Symptome oder noch keine Symptome zeigt. Hat sich an der Einschätzung da etwas geändert, dass das nicht der Fall ist? Oder gibt es da neue Erkenntnisse? Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage bezieht sich auf die Tests. Wie groß ist die Verfügbarkeit von Tests allgemein? Es gibt ja inzwischen auch kommerzielle Tests. Sind die notwendig, damit überhaupt die Versorgung mit Tests gewährleistet ist, auch im Ausland? Und dann gibt es auch Vermutungen da oder Mutmaßungen darüber, dass das Virus so wie die Grippe auch nur saisonal auftreten könnte, also dass das Virus also
Höchstens drei Fragen Witterung. Pro Person. Ja gut, das sind ja jetzt drei. Das war's auch schon. Ja, das waren drei. Die erste Frage. Ja, es ist tatsächlich so, dass dieses Virus zu einem sehr frühen Zeitpunkt ausgeschieden wird. Das heißt also, Menschen, die auch wenig Symptome haben, andere Menschen anstecken können. Das ist eine Erkenntnis, die wir seit wenigen Wochen erst haben. Und zwar, kurz erklärt, dieses Virus ist ja, also das Erbgut dieses Virus ist sehr ähnlich dem SARS-Virus, das vor etwa 17 Jahren eine Epidemie hervorgerufen hat. Und von diesem SARS-Virus wusste man, dass es eben nicht in dieser frühen Phase übertragen wird. Und darum hat man natürlich zunächst immer parallel zu dem SARS-Virus gezogen. Das ist ja ganz normal. Man hat ein Virus, das es vorher noch nicht gab, dann vergleicht man das mit einem ähnlichen Virus. Das ist ein großer Unterschied. Ja, das heißt also, das Virus wird schon früher übertragen und das erklärt eben auch die leichte Übertragbarkeit, die schnelle Übertragbarkeit. Der zweite Frage, die Sie hatten, die bezog sich auf den Test. Dieser Test ist ein Nachweisverfahren, ein sogenannter Nukleinsäure-Nachweisverfahren. Das sind Verfahren, die in allen diagnostischen Laboren zur Verfügung stehen. Das heißt, die Technik steht in allen Laboren zur Verfügung. Und diese Nachweisverfahren sind eigentlich nicht besonders anspruchsvoll in entsprechenden Laboren. Das heißt, es gibt keinerlei Grund zu denken, dass diese Tests in irgendeiner Weise ausgehen, zu wenig zur Verfügung stehen. Was wir getan haben, ist auch hier, ich sagte, dass wir jeden Tag eine Lage besprechen, eine Risikobewertung durchführen. Wir haben auch immer mehr die Schwellen reduziert, dass Patienten mit diesem Test auch getestet werden, damit wir immer mehr Informationen zur Verfügung haben, wie stark das Virus verbreitet ist. Wir haben unter anderem 4 sogenannte Surveillance-Überwachungssysteme, mit denen wir jedes Jahr die Grippe intensiv überwachen. Das ist sehr, sehr schwer, das zu tun, und es ist aber sehr, sehr wichtig, die Grippe immer richtig zu bewerten. Und viele von diesen Überwachungstools, Werkzeugen, geben uns einen Eindruck davon, zum einen, wie viel Virus unterwegs ist, welches Virus unterwegs ist und wie schwer Menschen erkranken. Und da die Krankheit ebenfalls eine Lungenentzündung ist, so wie sie sowohl von Influenza als auch von dem SARS-Coronavirus 2 hervorgerufen wird, kann man diese Überwachungssysteme quasi für beides nutzen. Und wir haben unter anderem eine sogenannte Sentinel-Studie, wo 600 bis 700 Praxen Proben einschicken und da wird Virus nachgewiesen. Dann gucken wir zum Beispiel, ob wir das SARS-Coronavirus auch in diesen Proben finden. Und wir haben die Schwelle gesenkt, ab wann ein Arzt einen Patienten testet, damit wir einfach mehr Informationen bekommen. Das heißt also, hier geht es dann teilweise auch um Abrechnungsfragen und solche Dinge, die auch alle dann wiederum geregelt werden müssen mit Kassen, Ärzten, Vereinigungen. So. Das heißt, das sind alles Fragen, die wir auch technisch mit lösen. Und die dritte Frage habe ich jetzt tatsächlich vergessen. Die dritte Frage bezog sich auf die Wetterabhängigkeit. Ach so, ja, die Saisonalität. Ja, das ist eine Hypothese. Das ist eine Hypothese, die auch wir im Blick haben, aber wir können die Hypothese eben, die werden wir erst dann falsifizieren oder verifizieren können, wenn der Sommer gekommen ist. Ja? Es gibt auch einige Virologen und Epidemiologen, die eine Hypothese haben, dass es vielleicht saisonal wird, dass das Virus vielleicht nächstes Jahr wieder käme, aber das wissen wir alles nicht, das beobachten wir, das ist wirklich ein Prozess, den wir kontinuierlich lernen. Ausgeschlossen ist das aber nicht. Sie waren jetzt dann und dann Herr Villemund. Nina Lammers, RTL und NTV. Es gibt gerade eine Nachricht von der dpa, dass es in Osaka eine Frau gab, die bereits infiziert war, entlassen wurde und zum einen zweiten Mal jetzt positiv getestet wurde. Könnten Sie dazu etwas sagen, wenn Ihnen diese Information schon vorliegt? Und eine zweite Frage, die sich an die Bevölkerung sozusagen richtet, den Schutz der Bevölkerung. Was kann man als Einzelner tun? Wir haben jetzt schon viel davon gehört. Mundschutz ist jetzt gar nicht so sinnvoll, dass wir alle uns Handschuhe und Mundschutz zulegen. Aber für die Menschen, die im Falle, wenn es jetzt hier schlimmer wird, die Leute schützen müssen, also Rettungskräfte oder Polizei etc., sind ja Schutzkleidungen sehr essentiell. Jetzt gibt es von der Gewerkschaft der Polizei Kritik daran, dass die vorhandenen Mundschütze schon abgelaufen seien. Haben Sie als Robert-Koch-Institut da irgendwelche Möglichkeiten, Empfehlungen auszusprechen, dass zum Beispiel
Beispiel jetzt noch mehr nachgeliefert wird oder dergleichen, und tun Sie das auch? Ja, also zu der ersten Frage kann ich tatsächlich keine Antwort geben, ist mir nicht bekannt, der Fall. Also das kann ich nicht kommentieren. Der zweite Punkt ist ganz wichtig, das ist gut, dass Sie das fragen, nochmal, was die Bevölkerung tun kann. Also es gibt jetzt, wir sind in einer dynamischen Situation, das heißt, das Virus kann sich auch in Deutschland weiter ausbreiten. Das heißt also, wir erwarten natürlich auch sowohl von Ärzten als auch von allen Mitbürgern, dass sie sich mit dem Thema befassen. Und das ist ja sehr wichtig, darum ist auch diese Veranstaltung so wichtig. Was kann der Bürger tun? Also was können die Menschen wirklich tun, um mit dazu beizutragen, dass sich das Virus nicht weiter verbreitet? Und da sind ein paar ganz banale Dinge wirklich nach wie vor und auch immer wieder und wird auch so bleiben wichtig. Das eine ist tatsächlich diese sogenannte Nies- und Husten-Etikette zu bewahren, also dass man eben nicht in die Hand hustet und niest, sondern in die Armbeuge. So banal das klingt, so wichtig ist das. Das hat zwei Effekte. Der eine Effekt ist, wir wissen, dass dieses Virus durch Tröpfchen übertragen wird. Das heißt also, wenn jemand einfach niest in die Umgebung oder hustet in die Umgebung, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass das Virus ausgetragen wird und jemanden ansteckt, der in unmittelbarer Nähe ist. Das heißt, mit dem Aspekt, dass Sie in die Armbeuge niesen oder husten, verhindern Sie das. Der zweite Aspekt ist der, dass Sie bitte nicht in die Hand niesen sollen, alle. Warum das? Natürlich wird das Virus in der Hand auch eine Zeit lang überlebensfähig bleiben. Das heißt also, wenn Sie dann jetzt in die Hand niesen und dann jemandem anderen die Hand geben, dann können Sie das Virus einfach übertragen. Das heißt, das ist tatsächlich ein effizienter Weg, wenn Sie die Hände immer waschen, viel waschen. Wenn Sie die Hände nicht waschen können, das ist auch, es gibt ja auch Gele, Desinfektionsgele, die nicht zwingend erforderlich sind. Aber wenn Sie sich die Hände nicht waschen können, dann ist natürlich so ein Gel ganz sinnvoll. Also dadurch können Sie tatsächlich dafür Sorge tragen, wenn Sie selber erkrankt sind, dass Sie das Virus nicht weitertragen. Der nächste Punkt ist natürlich der, wenn Sie erkrankt sind, dann bitten wir wirklich die Menschen auch, dass sie einfach dann auch zu Hause bleiben. Ja, dass sie eben nicht auf große Veranstaltungen gehen, dass sie eben dann vielleicht nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, sondern dass sie zu Hause bleiben. Und dass sie dann einen Arzt anrufen und den Arzt mitteilen, dass sie eine bestimmte Erkrankung haben. Und dann müssen sie mit dem Arzt ein Agreement treffen, ob sie da hinfahren zu dem Arzt dann, oder ob er nach Hause kommt, wie auch immer. Das ist also etwas, wo Sie oder wo wir alle jetzt völlig unabhängig von unserem Berufsstand und allem etwas beitragen können. Der zweite Aspekt, den Sie ansprachen mit den Masken. Wenn Sie selber erkrankt sind und Sie tragen eine solche Maske, dann ist der Effekt dann ähnlicher. Auch dann, wenn Sie husten oder niesen, kann das Virus nicht so weit, diese Tröpfchen können sich nicht so weit verbreiten. Das ist klar. Aber für den Alltag oder für den Umgang in der Region, jetzt, wenn wir hier uns unser Leben gestalten, durch die Gegend fahren, gibt es keinerlei Evidenz, dass das in irgendeiner Weise hilfreich ist. Ja? Was wir aber auch erwarten, ist eben dann von Seiten der Ärzte jetzt, die andere Seite. Natürlich wäre es auch sinnvoll, wenn jetzt Ärzte mit Patienten, die eben mit Symptomen einer Grippe unterwegs sind. Wir erwarten, dass die Patienten nicht einfach unangemeldet in eine Praxis kommen und dann eventuell in der Praxis noch Leute im Wartezimmer anstecken. Wir erwarten aber natürlich genauso, dass Ärzte sich Gedanken machen, wie organisiere ich meinen Alltag? Also ein Hausarzt kann ja sagen, okay, diese Infektionssprechstunde, ich mache zum Beispiel nur an Randzeiten, bestelle ich Patienten ein, die grippeähnliche Symptome haben oder so. Es gibt also eine Menge Maßnahmen. Ich glaube, wenn jeder von sich einfach Ihnen klar ist, wie das Virus übertragen wird, welche Symptome man hat, dann können ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft, wir alle, dazu beitragen, dass die Verbreitung verlangsamt wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Also wir alle können wirklich selber etwas tun, wenn wir nur mit gesundem Menschenverstand darüber nachdenken. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also wir sind dem nicht einfach schutzlos ausgeliefert. Und dass wir Empfehlungen aussprechen, ist klar. Ja, also die stehen auch auf unserer Website. Und es gibt, also auf unserer Website stehen viele Empfehlungen. Ich sage nochmal, BZGA, infektionsschutz.de, Robert-Koch-Institut, Bundesgesundheitsamt. Und es gibt tatsächlich auch ganz konkrete
Anstrengungen, dass man über einen europäischen Mechanismus mehr von diesen Masken noch zur Verfügung hat. Da gibt es ganz konkrete Anstrengungen auf Ebene des Ministeriums, mehr Masken in Deutschland verfügbar zu machen. Eine Nachfrage stellen? Aber dann ganz schnell. Ja, ganz schnell. Also wenn dieser Fall von, aus Osaka, dass man sich zweimal infizieren kann sozusagen oder nacheinander, wenn das jetzt offenbar bei diesem neuen Virus so ist, was würde das denn dann bedeuten für die Verbreitung? Also wie gesagt, das ist ein Fall, den wir bislang nicht gesehen haben. Ich möchte mich dazu eigentlich nicht äußern, weil nach allem, was wir bislang wissen, ist man infiziert und wird zunächst eine Immunität dagegen haben. Also was natürlich klar ist, ist Folgendes. Man scheidet das Virus ja noch eine gewisse Zeit aus. Das sind immer Fragen, wenn es darum geht, wann man aus dem Krankenhaus entlassen wird oder so. Und es kann natürlich sein, dass dasselbe Virus einfach immer noch mal nachgewiesen ist. Also die Spekulation, quasi eine zweite Infektion zu haben, nachdem die erste überstanden ist, ist zunächst mal nach allem, was wir wissen, nicht plausibel. Jetzt kommt erst Herr Wildermuth und dann... Du erkennst Burkhard Wildermuth für den Westdeutschen Rundfunk. Ich habe auch drei Fragen. Eine bezieht sich auf die Hausärzte. Finden die bei Ihnen konkrete Hilfestellungen, was sie tun sollen auf Ihrer Webseite? Die zweite bezieht sich, Sie empfehlen ja Impfungen, Keuchhusten, verschiedene andere. Ist es sinnvoll, sich jetzt generell impfen zu lassen, weil ja auch andere Krankheiten einen schwächen und sozusagen empfänglicher machen? Und die dritte Frage ist dann noch mal, wenn Sie dieses Virus mit der Grippe vergleichen, wo landen Sie dann? Ja, gute Fragen. Ich meine, die waren alle gut, die Fragen, aber die waren jetzt besonders gut. Wir haben prinzipielle Hinweise natürlich für Hausärzte auf unseren Websites, aber wir haben jetzt keine ganz detaillierten Angaben, wie man im Einzelfall umzugehen hat, mit was. Das ist auch einfach, jede Praxis ist anders strukturiert. Man kann nicht zentral jeden einzelnen Detailfall lösen. Das muss man ganz klar sagen. Das wird auch nie der Fall sein können, weil es dann für manche Praxen quasi eine falsche Angabe ist. Es gibt generische Hinweise und es gibt gerade Hinweise, wie man konkret mit Patienten umgeht, mit Testungen, mit Diagnostika und Differentialdiagnosen. Solche Angaben gibt es bei uns. Die Hausärzte haben auch immer die Möglichkeit, natürlich mit den lokalen Gesundheitsämtern in Interaktion zu treten und sie auch selber zu organisieren. Das erwarten wir natürlich auch. Ich sage es nochmal, Ärzte sind gut ausgebildete Menschen. Die haben auch vieles, können sie sich selber ableiten. Dafür sind sie ausgebildet worden. Das erwarten wir ja auch. Die Frage mit den Impfungen ist eine sehr gute Frage. Ärgert mich, dass ich da nicht direkt selber schon drauf eingegangen bin. Schauen Sie, warum macht die ständige Impfkommission, die am Robert-Koch-Institut angesiedelt ist, so fundierte Empfehlungen? Weil sie wirklich mit einer hohen Expertise, unter Nutzung von statistischen Modellen, unter Nutzung von Schätzwerten, von Effizienzstudien, bestimmte Impfstoffe empfiehlt. Und wir empfehlen die Impfstoffe aus großer Überzeugung, mit hoher Evidenz, weil wir wissen, dass wir dadurch die Krankheitslast senken in der Bevölkerung und natürlich einzelne Menschen auch damit schützen. Und das heißt also, ich kann nur alle Menschen bitten, egal ob wir jetzt in dieser Phase sind, wo wir eine Grippesaison auch haben, ich kann nur alle Menschen bitten, diese STIKO-Empfehlungen, da gibt es eine App, die Infos kann man sich runterholen, man hat ja auch eine Informationspflicht, sich entsprechend der Impfungen impfen zu lassen, der Empfehlungen impfen zu lassen. Das deutsche Krankenhaus, das Krankenversicherungssystem trägt die Kosten. So, jetzt ganz konkret in diesem Fall hier ist natürlich klar. Also wir wissen bereits jetzt, und das wird auch so bleiben, dass natürlich es bestimmte Risikogruppen gibt, die besonders das Risiko haben, dass sie an dieser Virusinfektion schwer erkranken. Das sind die klassischen Risikogruppen. Das sind alte und hochaltrige Menschen, weil deren Immunsystem einfach nicht mehr so funktioniert, wie das bei normal gesunden, mittelaltrigen, jungen Menschen der Fall ist. Und weil natürlich auch hochaltrige und hochaltrige Menschen oft Grundkrankheiten haben, die einfach insgesamt dazu führen, dass sie sich nicht so gut mit so einer Infektion auseinandersetzen können. Und dann gibt es eben Risikogruppen wie Immuntransplantierte, die immunsupprimiert sind oder andere Grundkrankheiten haben. Und diese Menschen
fordern wir ja immer auf oder empfiehlt die STIKO, dass sie sich zum Beispiel gegen Pneumokokken impfen lässt. Ja, da gibt es klare Impfempfehlungen. Oder gegen Keuchhusten. Warum stellen die beiden Impfungen, oder eben Grippe nochmal ganz klar, ja, Grippeimpfung. Jedes Jahr ärgere ich mich, also wir alle, die wir hier sitzen und jeder, der darüber nachdenkt, ärgert sich massiv, warum in unserer Bevölkerung der Anteil der Menschen, von denen wir sie bitten und sie auffordern, dass sie impfen, warum sie sich nicht impfen lassen. Das sind alles Impfungen, die in dem Fall die Lunge in einem besonderen Maße schützen. Wir reden über eine Lungenentzündung und jeder, der schon mal eine hatte, ich hoffe, es waren nicht viele, ich selber hatte mal eine Lungenentzündung. Lungenentzündungen sind schwere Krankheiten, die eben auch wirklich das Potenzial haben, tödlich auszugehen. Das heißt, jeder, der sich mit einer Impfung schützen kann, der soll das bitte tun. Warum? Wenn Sie sich vorstellen, Sie würden eben eine Doppelinfektion bekommen oder Sie hätten eben eine Virusinfektion, da kommt zum Beispiel Pneumokokkeninfektion obendrauf, dann ist natürlich klar, dass der Krankheitsverlauf schwerer ist. Und darum sind Impfungen wichtig und richtig. Und in dieser Zeit sind besonders die Impfungen natürlich von besonderer Bedeutung, die Sie vor Lungeninfektionen schützen. Der dritte Punkt war Grippe. Also ich gehe davon aus, dass Sie hier auf die Schwere, die sogenannte Krankheitslast gehen. Bei der Grippe haben wir jedes Jahr viele hundert Tote in Deutschland, jedes Jahr, teilweise zehntausende Tote. Darum warnen wir und fordern wir jedes Jahr auf, dass die Menschen die Grippe ernst nehmen, sich impfen lassen. Wir haben hier Raten, wir reden dann von, das sind einfach statistische Zahlen, von Letalitätsraten, also von etwa 0,1 bis 0,2%. Die Raten, die wir bislang sehen bei dem Coronavirus, sind höher. Sie sind fast zehnmal so hoch, fünf bis zehnmal so hoch. Das sind die Zahlen, die wir aktuell haben. Diese Raten ändern sich aber auch kontinuierlich, weil wir noch nicht so viele Zahlen haben. Ja? Die Raten sind zum Beispiel in China höher, als sie außerhalb Chinas sind. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass in China insgesamt, also man muss zunächst mal sagen, wir werden natürlich kaum jeden Infizierten erfassen. Viele Leute haben ja eine Infektion und überhaupt keine oder ganz, ganz wenige Symptome. Das heißt, der sogenannte Nenner ist wahrscheinlich immer größer, als den wir wirklich sehen. Und das heißt, in China wird man definitiv mehr schwere Fälle sehen und dann hat man dort höhere Todesraten. Das ist die Erklärung für die unterschiedlichen Zahlen. Im Ausland sind wir bei Raten von etwa 1%. Die könnten auch geringer sein. Das sind die aktuellen Zahlen. Aber klar ist, die Raten an Verstorbenen sind höher als bei der Grippe. Wie viel höher, das werden wir dann sehen, wenn diese Epidemie vorbei ist. Dann an Sie. Jeschinski für die dpa, auch mit drei Fragen. Einmal zu den Quarantänevorschriften, die wir im Moment haben, also sowohl häuslich als auch in den Kliniken. Falls wir deutlich mehr Fallzahlen kriegen, können die Kliniken das überhaupt aufrechterhalten mit der Isolation, mit Blick auf Betten, Pflegepersonal und Ärzten? Zweite Frage wäre, weiß man, wie lebensfähig und haltbar dieses Virus auf Oberflächen ist? Also von der Türklinke über Obst bis zu Spielzeug aus China. Wie lange und wie haltbar und wie ansteckend vielleicht? Und wäre es sinnvoll, Türklinken eben mit Handschuhen anzufassen oder mit dem Ärmel oder solche Sachen? Und Sie erwähnten eben, wenn man Symptome hat, nicht auf Veranstaltungen gehen, nicht in öffentliche Verkehrsmittel. Wie ist es mit dem Arbeitsplatz? Also bei Husten und Schnupfen bei unseren vielen pflichtbewussten Arbeitnehmern. Ja, also zu den Betten, das ist eine Frage der Menge, ja, das ist ganz klar. Wir wissen nicht, wie sich das ausbreitet. Wir werden diese Maßnahmen so stringent führen, wie es möglich ist. Und solange wir das können, machen wir das auch. Und natürlich haben wir auch die Hoffnung, dass wir das handeln können. Aber wir wissen nicht, wie sich das entwickelt. Das wird täglich überprüft und wir werden schauen, wie stark wir das Virus eindämmen können. Naja, wenn Sie, nehmen wir zum Beispiel Krankenhausbetten. Also das Erste ist natürlich, dass die Krankenhäuser prinzipiell mehr Betten freimachen, als sie es jetzt zurzeit nutzen. Es gibt viele Eingriffe im Krankenhaus, die kann man verschieben. Dadurch gewinnt man dann Betten. Ja, es gibt immer noch Möglichkeiten, das hoch zu skalieren. Der nächste Punkt wäre, wenn jetzt zum Beispiel man viele Betten bräuchte und mehr Betten bräuchte,
als man zur Verfügung hat, dann würde man Patienten zum Beispiel auch früher aus der Isolierung nehmen und früher nach Hause schicken, als man es jetzt zurzeit tut, wenn man dann eben einfach die Betten wieder früher belegen kann. Also es gibt verschiedene Skalierungsstufen, die man noch nutzen kann. Ich weiß nicht, zu der Frage der Oberflächen vielleicht nochmal zu sagen. Also der entscheidende Punkt ist eher dieses Händewaschen. Ja? Im Krankenhaus und in einem Setting, wo Sie mit Patienten umgehen, also wo Sie wirklich bestätigte Fälle haben, wo Menschen infiziert sind, von denen Sie wissen, dass sie das Virus ausscheiden, da würde man natürlich in der Umgebung des Patienten desinfizieren, Oberflächen. Aber in anderen Fällen eben nicht. Weiß man was über die Haltbarkeit überhaupt? Ja, ich habe es vergessen, er weiß es. Also Coronaviren, das sind ja alles behüllte Viren, die sind auf Oberflächen bei Raumtemperatur so im Schnitt 4 Tage haltbar, also infektiös, kann auch mal ein paar Tage länger sein. Aber das ändert trotzdem nichts daran. Also das ist, wenn man das mit Labormethoden nachweist, für die Übertragbarkeit, also für die Verbreitung des Virus in der Bevölkerung, da ist der respiratorische Übertragungsweg, also die Tröpfcheninfektion, das ist das Entscheidende. Und falls mal Flächen kontaminiert sein sollten, das Händewaschen ist das richtige Mittel dagegen. Und es gibt keinen Grund, in der Öffentlichkeit auf Handläufen von Treppen in öffentlichen Gebäuden und Ähnlichem jetzt Desinfektionsmaßnahmen vorzunehmen. Genau wie Herr Wieler sagte, im patientennahen Bereich, im Krankenhaus oder auch wenn ein Patient zu Hause liegt und isoliert ist, da sind Desinfektionsmittel sinnvoll, nicht in der Öffentlichkeit. Man kann also auch Obst aus Oberitalien bedenkenlos kaufen und waschen, oder? Ja. Vielleicht auch noch den Hinweis, für Lebensmittel ist das Bundesinstitut für Risikobewertung zuständig, die sich zu dem Thema auch geäußert haben, zu den Arbeitnehmern, die... Ach ja, Arbeitnehmer, klar, das ist natürlich logisch. Also das ist auch eine, auch da, wenn Sie einfach darüber nachdenken. Natürlich gilt das auch für Arbeitnehmer, ja. Also es gilt ja für Menschen, also sind ja Arbeitnehmer, sind ja auch Menschen. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man auch... Also unabhängig davon, dass die Menschen, die krank sind, alle zu Hause bleiben, entsprechend kann man natürlich auch dann, wenn die Epidemie, wenn es sich weiter verbreitet, kann man natürlich auch Homeoffice einrichten, dass man einfach weniger mobil insgesamt ist. Da gibt es viele Möglichkeiten und es gibt ja auch Pläne, es gibt ja Pandemiepläne, die Firmen haben, es gibt Pandemiepläne auf Bundesebene, es gibt Krankenhauspandemiepläne, es gibt viele, viele von diesen Dingen, die sind vorgedacht, was man tun soll und was man tun kann. Ja, das gehört alles dazu, klar. Dann waren Sie und danach Sie. Georg Link vom Südwestrundfunk. Ich wollte noch mal nachfragen, Sie gehen ja immer noch davon aus, dass man Infektionswege oder Ketten nachvollziehen kann, wenn Sie versuchen, das einzudämmen. Mhm. Sind wir da nicht schon längst drüber aus Ihrer Sicht? Also es ist ja auch vom Bundesgesundheitsminister bis, die sagen ja alle, wir können gar nicht mehr alles nachvollziehen. Also in welchem Status sind wir da, wenn Sie von dieser Containment-Strategie noch sprechen? Ist sie nicht längst hinfällig so gesehen, weil es außer Kontrolle ist? Und die zweite Frage, es wird ja heute Mittag von Spahn und Seehofer die Einrichtung des Krisenzentrums kommuniziert wohl. Was können die noch mehr als Sie? Sie haben ja gesagt, Zwei-Schicht-System etc. Ist das jetzt eine Beruhigungspille der Politik oder übernehmen Sie da die Koordination? Danke. Also zum Ersten nochmal, nein. Ganz klares Nein. Das ist noch nicht außer Kontrolle. Also ich will das nochmal sagen. Wir haben in Bayern ein Geschehen gehabt. Dort haben wir, oder was heißt, also das Land, die Kolleginnen und Kollegen in Bayern. Wir haben zwar unterstützt, aber die Kolleginnen und Kollegen in Bayern haben diesen Ausbruch erfolgreich eingedämmt. Die haben 240 oder ich glaube 241 Bürger in häusliche Quarantäne gesteckt. Die haben das auch gemacht, die Menschen haben was mitgemacht. Das Geschehen ist zu Ende. Ja? Also das geht. Wir haben ja jetzt erst vor 2 Tagen diese beiden neuen Geschehen. Und da sind ja die Gesundheitsämter momentan daran, diese Interviews durchzuführen, die Kontakte nachzuvollziehen. Also ob das außer Kontrolle ist oder nicht, das können wir gar nicht wissen zurzeit. Wir gehen davon aus, dass das unter Kontrolle gebracht wird. Es gibt dann, wissen Sie, das ist wie in einem Kriminalfilm. Plötzlich kommen neue Indizien, plötzlich finden Sie neue Kontaktpersonen und dann nehmen Sie die auf und dann stecken Sie die in häusliche Quarantäne. Also nein, ganz im Gegenteil. Diese Strategie werden wir weiterfahren. Und es kann natürlich sein, dass wir an den Zeitpunkt kommen, wenn jetzt neue Ausbrüche kommen in Deutschland, was sein kann, dass wir irgendwann die Kontrolle tatsächlich nicht mehr haben. Aber trotzdem, und das ist nochmal wirklich wichtig zu verstehen,
Trotzdem werden wir das immer weitermachen, die Behörden vor Ort, teilweise mit unserer Unterstützung oder wie auch immer, weil wir nach wie vor die Verbreitung des Virus damit verlangsamen werden. Auch wenn wir nicht mehr jeden Fall nachvollziehen können, dadurch, dass wir immer noch Menschen, die potenzielle Infektionsquellen für andere sind, wir werden immer noch Menschen finden, die potenzielle Quellen sind, und durch häusliche Quarantäne können wir damit diese Quellen immer noch eindämmen. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Sie dürfen nicht denken, es gibt also diese sogenannte Eindämmungsstrategie und dann legt man plötzlich den Hebel um und lässt das einfach sein und geht auf die nächste Phase. Nein, diese Eindämmung wird kontinuierlich weiterlaufen, egal wie viele Fälle sind. Aber natürlich ist klar, irgendwann wird die Kapazität erschöpft sein und man kann dann nicht mehr jeden nachverfolgen. Man wird aber immer noch welche finden, die man als Infektionsquelle ausschalten kann. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das die Verbreitung reduziert. Und zu der zweiten Frage, der ist ein besserer krisenerfahrener Mann als ich, das wird der Herr Schade beantworten. Ich bin ja noch ganz jung in diesem Amt. Ja, also wir als Robert-Koch-Institut, wir sind ja im Grunde ein fachliches technisches Institut im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit. Wir lassen natürlich Informationen fließen von der Ebene der WHO und auch der EU in Richtung der Länder in Deutschland und auch umgekehrt. Wir vermitteln Informationen, notwendige Informationen zum Beispiel zu Patienten zwischen den Ländern auch und machen also diese Art der technischen Koordinierung. Im Gesundheitsbereich, muss man sagen, hauptsächlich im Gesundheitsbereich. Darüber hinaus ist natürlich auch eine Koordinierung zwischen den Bundesressorts erforderlich und auch auf der politischen Ebene. Und dafür ist dann eben dieser Krisenstab, von dem der Minister gesprochen hat, gemeinsam mit dem Innenministerium.